После обширной реконструкции Вельтмузеем Вин теперь демонстрирует ценные сокровища со всего мира в 14 залах. Изюминкой коллекции является коллекция моряка Кука и всемирно известный головной убор из перьев мексиканского священника. Вельтмузеем Вин – один из важнейших музеев этнографии в мире. В его распоряжении более 10 тысяч этнографических объектов, 75 тысяч исторических фотографий и 144 тысячи печатных работ, посвященных истории, культуре, искусству и повседневной жизни в основном неевропейских народов. Сюда же входит часть коллекции британского мореплавателя Джеймса Кука 1728 по 1779 года и всемирно известный головной убор из перьев из Мексики. Многие экспонаты происходят из многочисленных путешествий эрцгерцогов Габсбургов. Вельтмузеем Вин занимается культурным разнообразием человечества и документирует богатые исторические отношения Австрии с миром в своей глобальной коллекции. 14 выставочных залов. Сердце музея – выставочная коллекция с его современной концепцией и современным дизайном. Последовательность из 14 залов представляет центральные экспонаты. С помощью 3127 объектов, а также многочисленные фотографии и текстовые панели часто раскрывают удивительные связи между Австрией и миром. Помимо постоянной экспозиции в 14 залах, на регулярной основе проходят специализированные выставки различной тематики. Alle anderen Götter um und ließ abschließend stark und voller Gewalt, sodass sich Sonne und Mond in Bewegung setzen. Auf diese Weise begann unsere jetzige Zeit. Die Geschichte von Tonatiuh und der Geburt der Sonne erzählt uns, dass sich die Götter für uns geopfert haben. Um sie zu entschädigen, müssen wir sie ehren und ihnen mit Geschenken und Opfergaben danken. Wir opfern Leben, um weiterzuleben. Wenn wir es nicht tun, könnte die Welt untergehen. Zugang, um Götter, Kosmos und die menschliche Geschichte zu verstehen. Der Sonnengott Tonatiuh steht im Zentrum des Steins. Von ihm aus führen Sonnenstrahlen in alle Richtungen. Ein Teil des Sonnensteins zeigt Tageszeiten.
всемирно известный головной убор из перьев под названием пиначо. Thank you.
Die auf dem Stein eingravierten Zeichen und die damit verbundenen Geschichten bieten einen Zugang, um Götter, Kosmos und die menschliche Geschichte zu verstehen. Der Sonnengott Tonatiuh steht im Zentrum des Steins. Von ihm aus führen Sonnenstrahlen in alle Richtungen. Teil des Sonnensteins zeigt Tageszeiten des aztekischen Kalenders. Jeder Tag hat ein eigenes Zeichen, das aus einem Namen und einer Zahl besteht. Das ist Feuerstein und das ist Jaguar. Dieser Kalender unterscheidet sich nicht wesentlich von Gut- und Nahrungspflanzen auszusäen, einen geliebten Menschen zu treffen oder auf eine lange Reise zu gehen. Beide Kalender beginnen am selben Tag und sie funktionieren zusammen wie zwei ineinander verzahnte Räder eines Uhrwerks. Es braucht 52 Jahre, um wieder in die Ausgangsposition zurückzukommen. Und dieser Tag ist ein spezieller. Ein wurden den Göttern geopfert, als Gedenken an diesen entscheidenden Augenblick. Wenn die Neufeuerzeremonie korrekt ausgeführt wurde, würde die Sonne zurückkehren und die Welt würde erneuern. Der Sonnenstein zeigt nicht nur Kalenderzeichen mit besonderen Daten, er erzählt auch eine Geschichte, die der Erschaffung und Zerstörung der Welt. Eine Geschichte sich bekämpfender Götter. Dies ist Tonatiuh, der Sonnengott. Tonatiuh ist unsere Sonne. Unsere Welt wurde dank seines Lichts erschaffen. Seine Geburt markierte den Beginn unseres Zeitalters, das Zeitalter der Menschen. Unsere Zeit wird die Zeit Ulyin genannt, Zeit der Bewegung. Sie ist auch die Zeit der Azteken, also die Zeit, in der wir alle leben. Aber vor Ulyin gab es schon vier andere Zeitalter, regiert durch vier Sonnen, die alle gewaltsam zerstört wurden. Diese Welten wurden Sonnen genannt. Die vier Rechtecke um den Sonnengott stellen die vier vergangenen Zeitalter dar. Jedes hatte einen eigenen Gott, das ihn regiert hat. Alle diese Schöpfungen wurden durch den Kampf zweier Götter zerstört. Den Kampf zwischen Tezcatlipoca und Quetzalcoatl. Das erste Zeitalter, auch Sonne genannt, wurde von Tezcatlipoca erschaffen. Diese Sonne wurde Vier Jaguar genannt. Sie endete, als die Riesen, die die Erde bewohnten, von Jaguaren gefressen wurden. Diese Sonne bestand über 676 Jahre oder 13 Zyklen von je 52 Jahren. Die zweite Sonne wird Vier Wind genannt und wurde von Quetzalcoatl erschaffen und regiert. Die Erde wurde von Menschen bewohnt. Tezcatlipoca. Thank you.
Zerstörung. Thank you.